vielleicht nicht, aber es ist vorgeschritten, also gehen wir erstmal wieder in Game Voice, würde ich sagen. Ja. Ah ja, damit er mich wenn wieder nicht das mal doppelt hört, wieder ja. irgendwas macht, endlich das Spiel. Nils, also, ne? Braucht man ja. echt einen besseren PC, der Junge. Yay! Nee, er braucht nur SSD. Das wäre geil. Ja, ich hab eine SSD, aber ich pack doch nicht die Spiele auf die SSD. Das ist halt dumm, weil wenn du die Spiele auf die SSD packst, laden die viel, viel schneller. Deswegen habe ich eine zweite SSD, ja, wo nur meine Spiele drauf sind. Ich packe nur die guten Spiele auf die SSD. Und solange ich noch nicht weiß, ob das Spiel gut ist, landet das auf der HDD. Okay, ich habe eine Terabyte SSD zusätzlich drin, von daher ist mir das egal. So, wir haben ein Foto von Geist. Um welchen Geist es sich handelt, lassen wir das Teammitglied Zeuge eines Geist-Events werden, okay. Geist-Event heißt wahrscheinlich irgendwas durch die Gegend fliegen, irgendwas, ne? Ja, vorzugsweise in Hand oder wenn er irgendwo mit dem Licht spielt oder solche Sachen. Okay, mit einem Vorzugsweise in Hand, na super. Aber ist das nicht schon ein Hint auf Ziel 4, dass wir im Kruzifix benutzen müssen? Nein. Achso, das kann einfach nur, das ist random, genau. Okay, alles klar. Also es kann sein, dass der Geist kein Kruzifix benötigt. Genau. Also eine Banshee reagiert beispielsweise extrem auf den Kruzifix, aber du kannst auch so einen Hand mit dem Kruzifix abwehren. Ach so, heißt, aber okay. Das also musst du ihm hinlegen Hand. Und dann... Genau, jeder Geist lässt sich damit einmal abwehren, aber eine Banshee ist besonders ruhig, wenn so ein Ding in der Nähe liegt. Ah, okay, alles klar. Und unser Geist heißt Kenneth Davis. Und scheint sowohl auf Gruppen als auch jemand allein zu regeln. Sehr schön. So, ich schmeiß mal das Thermometer hin. Das brauche ich nicht. Ich nehme mal noch die Videokamera mit. Dann habe ich mal das Thermometer. Und was nehme ich noch als drittes mit? Wir haben schon eine EMF. Cam vielleicht? Die Kamera unten? Hast du... Ich habe eine EMF jetzt auf jeden Fall. Wir brauchen ein Foto vom Geist. Cam und EMF habe ich. Wir brauchen ein Foto vom Geist. Die Fotokamera. Ja, dann ist die Fotoapparatur noch mit. Ich habe halt das Buch. Buch ist definitiv etwas, was mit soll. Also Buch immer gleich. Buch habe ich. Buch hab ich. Das ist eins von den Kernhinweisen. Buch und ich habe das... Foto ist noch kein Kernhinweis, lass die Fotoapparatur liegen. Was ist das hier? Weil das Ding, was hier oben lag, dann ist es der Bewegungssensor, den kannst du an der Wand anbringen. Ist aber, ich habe jetzt nur eingepackt, falls wir das Ziel wieder kriegen, aber wir haben es nicht als Ziel, also pack's weg. Brauchen wir nicht. Dann nehme ich die Kamera mit. Okay. 5 Fotos haben, also die Bresse jagen. Also das Ding ist jetzt übrigens hier oben, sieht den Timer. Hier oben drüber, 2 Minuten haben wir jetzt Zeit, bis der Geist richtig aktiv wird. Also bis er anfangen kann zu handeln. Das heißt, diese 2 Minuten haben wir jetzt Weltenschutz und können uns drin austoben, rumkrakieren. Okay, also ihr geht rein, ich gehe hier hinten jetzt in den Van und versteck mich da, ja? Ihr macht das schon. Das sieht ja aus, als würdest du Meth kochen. Ach, dann eben. Ja, okay. Touché, ja. Noch kein Geist passiert. Gar nichts. Genau, also er kann zwar schon Hinweise und was geben und, also er kann nicht handeln, sagen wir es mal so. Bist also du hier? Ich finde das Bild hier sehr süß. Ne? Also, das Bild hier ist ja... Das ist bestimmt der Geist. Bist du hier? Oh, okay. Wo bist du? Hast du gerade schon ein Foto gemacht? Ja, aus Versehen. Bist du hier? Ja, sehe ich ein Foto, das ist ein bisschen verschwenderisch. Die Hintertür war abgeschlossen, ist das normal in der Map? Ja, ist normal. Ah, okay. Für Tür öffnen, aber Licker machst du das gedrückt halten und ziehen, oder? Ja, ich konnte sie, also sie instant aufgeschlossen. Nee, weil Johannes mal lecker gleich essen. Ich hab Abend gehabt. 5, 4. Oben. Ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Wir kommen. Darf ich raten, in welchem Raum? Komm, lass mir raten. Ich glaube, hier vorne. 3. Bist du hier? Wo hier bist du? Hier ist warm, sagst du. Ja, hier im Vorraum halt hier, wo... Hier ist kalt. Hier, okay. Hier sind 4, 0,7. Bist du hier? Wo bist du? Dann schau dich mal noch ein bisschen weiter um, eventuell hier in dem Bad oder so noch.
Sonst, wenn es da hinten dann wieder wärmer wird, dann ist es definitiv hier vorne vorrum. Hier ist Atem. Wo hast du Atem? Minus gerade bei mir. Okay, ja, es ist hier vorne. Bist du hier? Okay, Box ist schon mal nicht, weg mit dem Müll. Ich schalte mal auf EMF um. Auf dem Foto ist nichts zu sehen. Ja, Foto kannst du erst machen, wenn der ihn wirklich siehst. Das ist nicht okay. So, dass er jetzt präventiv einfach okay. Ein Foto knipst, sondern das ist dann nur, wenn er wirklich aktiv da ist. Achso, okay. Bist so, du hier? Platziert. Du hast das Buch, dann leg das Buch mal bitte hier noch hin. Einfach hier auf den Tisch am besten. EMF schlägt gar nicht aus. Das hast du jetzt angeschaltet? Leg's einfach mal gerade hier neben das Buch. EMF kannst du leider nur werfen, das kannst du nicht mit F ablegen. Aber so, dass es sogar lesbar ist. Ja, genau so sollte es sein. Gut. Also, dann verschwinden wir jetzt? Genau, jetzt gehen wir erstmal raus. Schreib ins Buch. Schnell bitte. Kennen. Sehr schön, ist uns beiden das gleiche eingefallen. Und EMF. Was? Achso, ja. Was? Ja, EMF piept, ich weiß nicht wie viel. Aber da oben ist auf jeden Fall schon mal. Aber wenn es jetzt piept, kann natürlich sein, dass er jetzt das Buch geschrieben hat. Jetzt schauen wir erstmal fix in die Cam und tragen schon mal Gefriertemperaturen ein. Sieht nicht so wirklich nach Kugeln aus. Nee, die sind auch nicht immer gleich sichtbar. Ich glaube, ich habe ihn gerade doppelt gehört. Deswegen ruhig mal noch die Kamera so stehen lassen, aber so ist der Blick beispielsweise gut. Jetzt, wenn welche fliegen sollten, können wir die damit sehen. Okay. So. Dann nehme ich doch mal das Kruzifix mit und platziere das schon mal. Oder ist das ein von euch? Nö. Oder haben wir gar keins mitgenommen? Ich glaube, wir haben keins mitgenommen. Ich habe keins. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal reinspazieren. Go, go, Power Rangers. Ich gehe wieder Meth kochen, ihr macht irgendwas anderes, ne? Miau. Wie gesagt, ich gehe Meth kochen. Viel Spaß dabei. Alles klar, viel Erfolg. Oh Mann. Hat man gerade meine Katze gehört, oder was? Was hat er reingeschrieben? Sie? Ja, hat er. Ja, er hat gemalt. Oh, das ist aber hübsch. Hast du dir Mühe gegeben, Kenne? Kenne. Oh, schon wieder hallo. Gefriertemperatur. Das hast du sehr schön gemalt, Kenne. Kannst du noch mehr malen? Hast du den Nachnamen vielleicht schon drauf? Nö, nee, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber anscheinend hat es ja gereicht zum Triggern. Okay, das heißt, wir haben. Hier ist doch irgendwo gerade eine Tür zugegangen. Ja, irgendwo ist eine Tür zugegangen. Ja, ich habe sie vor dir zugemacht eigentlich. Ach, ich hasse dich. Ja, danke. Okay, Buch. Heißt, es könnte ein Dämon oder ein Yurei sein. Schon wieder. Die Frage, was das EMF gesagt hat, ne? Sag ich dir gleich. EMF hat nichts gesagt, weil EMF kein gültiger Hinweis ist. Ach, okay. Geisterbox oder Geisterort? Unsere Sanity ist durchschnittlich bei irgendwas mit 65%. Uns geht's also noch gut. Naja, aber das ist schon knackig für die kurze Zeit. Okay, und es gab gerade es gibt einen Grafikbug bei der Cam. Ist aber eher ein Grafikbug. Ein Grafikbug? Ja, der Baum im Hintergrund, je nachdem. Was ist der Grafikbug? Je nachdem, wo du hinguckst, ist der Baum im Hintergrund im Fenster. Hat er mal Blätter und mal hat er keine. Ah, okay. Oh, wir hatten noch vor knapp 30 Sekunden richtig krasse Aktivitäten. Eine Achterstärke. Und da haben wir auch die ganze Zeit gesprochen wahrscheinlich. Ja, wollt ihr nochmal mit reinkommen, oder? Ja, verstehe die Frage nicht. Auf geht's. Ja, echt. Ich muss schließlich noch ein Foto machen. Und das nicht nur von euch beiden. Mit dem Geist zusammen, oder wie? Ja, gerne. Okay, und jetzt kriege ich mal hin, jetzt lass mal ein bisschen wirken vom Geist. Ja, genau so.
Hat jetzt wer geguckt, wie der Nachname von dem Geist ist? Nein. Ah, ihr seid Helden, Alter. Soll ich nochmal suchen gehen? Go, go. Ich habe ja den Fotoapparat. Im schlimmsten Fall werde ich gekillt. Bist du hier? Okay, ich guck mal nach, was dein Name ist. Wo bist du? Sprich Kenne. Zu mir, du Sackgesicht. Wow. Ja, mach die Tür zu, ist okay. Die macht wahrscheinlich gleich. Die macht wahrscheinlich gleich selber zu. Im schlimmsten Fall stehen wir halt einfach beide. Der Empfang ist auf jeden Fall schon mal schlecht, aber es ist kein Ausschlag an Aktivität, also. Naja, okay. Ich höre dich ganz gut. Kenneth, wie ist dein Nachname? Kenneth Davis. Bist Marcel du hier? Davis, bist du da? Wait, what? Davis ist der Nachname. Kenneth aber Davis. Kenneth Davis, bist Kenneth du Davis. Hier? Ich glaube, da hieß er David, oder? Kenneth David. Kenneth David, bist du hier? Moment. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hast du Angst vor uns? Wir singen nur noch weiter, wir sind auf Null wieder. Angst, Angst, Terror, Furcht. Hallo, komm. Gib's mir. Von hinten. Bist du hier? Der ist echt langweilig. Er ist echt ein dummer Geist, ne? Hallo. Hey Kenneth, was du ans Buch gemacht hast, ist voll hässlich. Kenneth, sieh mal zu hier, mir wird langweilig. Kenneth. Kenneth Davis. Alles chillig bei euch. Ach, verdammte Axt. Das ist interessant, du hast hier was ins Buch gemalt. Das ist einfach hässlich. Das ist halt ein Unendlich-Zeichen mit... Das ist Tokyo Hotel, habe ich gehört. Das ist kacke. Ja, wir sind noch da. Wir versuchen gerade Kenneth Davis zu beleidigen, damit sie halt einfach mal irgendwas tut, aber... Sie? Er ist... Kenneth ist beides. Herzschlag. Boah, die dumme Saudi. Ja, die haben mir gerade so gehört. Kenneth ist eine blöde Sau, fucker you. Zählt aber noch nicht als Geister-Event. Ist da jemand gerade rausgeflickt? Ja, ich, kurz Beruhigung. Sehr schön, wir hatten kurz eine... Hier rollt gerade eine Dose. Die Tür ist aufgegangen, die Tür. Die Tür bleibt zu. Kenneth, Davis, die Tür ist einfach zu. Psst, jetzt. Magst du mir nochmal ins Ohr hauchen? Was hast du da gemacht? Bist du hier? Ich will doch nur ein Foto von dir machen. Jetzt komm halt raus. Ist bei 28. Bist du hier drüben? Was? Wer hat 28? Wer hat 28? Du. Okay, ich geh mal raus. Und ich geh rein. Kenneth! Oh, wir haben einen Vierer auf. Du kannst die Sanity-Pillen vielleicht nehmen, die da auf dem Schrank steht. Alles willst du nicht alleine sein. Habt ihr da mal eine Cam hingelegt? Der reagiert auf Gruppe und allein. Also, ist Wurst. Aber ich begleite dich gerne, wenn du möchtest, aber also. Ja. Ja, ich bin wieder bei 68, ich bin auf dem Weg zu euch. Kenneth Davis, bist du hier? Hier Kenneth Davis, Kenneth David. Wozu hinter diesen Sitzen? Kenneth David. Pikachu. Kenneth David. Pikachu. Hallo. Kenneth Davis, hast du hier das Licht ausgemacht? Pikachu. Gib uns ein Zeichen, du Ficker. Schräg Fickerin. Kann auch ein Frauenname sein. Vielleicht will es auch Way genannt werden.
Ja, vielleicht ist es. Vielleicht ist es dicker. Hier rollt schon wieder eine Dose durch die Gegend. Eine scheiß Dose. Gut gefangen, gut gefangen. Kenneth, David. EMF ist auf 3. Ach, langweilig. Kenneth. Weil das mit allen Beweisen nicht mehr passt. Ja, Kenneth, ja. Komm her hier. Kenneth, du kleine Sau, du. Ey, der schmeißt dir mit den Bächen rum. Guck mal, kann ich auch, du Trotz. Haha, Kenneth, haha. Oh, Hand. Oh, ja. Bereit, ich bereit. Hand. Da hinter uns, hinter uns. Da. Foto. Foto. Oh, tot. Ciao, Kasu. Hast du Foto? Oh, shit, ja. Oh, Kasu ist tot. Unangenehm. Dann mal raus hier, wa? Kenneth, das war sehr ungezogen. Die ist immer noch da oben. Ja, die ist gerade zurückgelaufen und ich habe ein Foto von ihr. Ja, oh, sie Alter, ist zurückgelaufen. Ich hab Arsch. Oh Lord, oh, Alter. Hat die... Komm mal her. Nochmal ein Selfie? Schau mal auf die Kamera. Schieß auf die Kamera. Siehst du das Bild auf der Kamera? Achso, warte, was? Ja, hab ich. Das ist echt ein sexy Ass. Holy shit. okay. Das I guess. Doch Sie. Ja, sag ich doch. Ha? Wer hat recht? Schade, der Ausschlag war fast ein Mittelfinger. Aber hör mal, jetzt. Guck mal, der Chat sagt auch schon hot. okay, wir haben. Gibt's Foto? Gibt's nicht als Dings, als Beweis, ne? Okay, wir haben ja nur Yuri oder Daemon und. Das ja, es heißt, muss ein Yuri sein, weil es hat auf die Box reagiert. Wollte ich gerade sagen, das heißt, wir gehen jetzt auf Yuri und dann ist okay. Zack. Ja, dann stellen wir doch mal Yuri ein. Haben wir, machen das Ding zu. Und dann fahren wir ab. Auf geht die Post. Kann gerade nicht, warte, so. Ja, na, zu spät. hey. Boah, geil. Okay. Tschüss, Nitzke. Tschüss, Kenneth. Oh. Ach, sorry, ich habe gar nicht gesehen, dass du schon früher geschrieben hast. Sorry. Danke. Und es war ein Yuri. Ja, wer hätte das erwartet? Die hat sich bestimmt erst noch ausziehen müssen, deswegen hat sie lange gebraucht. Das will ich schon gut sein. So, next one. Go. Warum haben wir das keine Bonus-Dinger bekommen für wir haben ein